Ich glaube, es hackt, weil im Fernsehen kommt, dass Glyphosat im Bier ist. Das sollte gleich gesundheitsschädigend sein. Sag mal, habt ihr alle, seid ihr da draußen wahnsinnig geworden? Weil Glyphosat von Monsanto drin ist in dem Bier, das soll das gleich krank machen. Was seid ihr für Verschwörungskaspernasen da draußen? Das kann doch nicht wahr sein. Also Monsanto, ein Vorzeigekonzern. Ich bin Monsanto-Koch. Ich weiß, von was ich rede. Und wie unser Bier, das ist Glas Glyphosat drin. Ja, und der scheiß der Hund drauf, wenn der Glyphosat drin ist. Hier steht drauf, kann Spuren von Lebensmitteln enthalten. Hörst du, muss das sein, ein einwandfreies Bier, deutsches Bier mit ein bisschen Glyphosat drin, schmeckt herrlich, ist gesund und tut niemandem was. Also Leute, lasst euch nicht verrückt machen da draußen, na? Prost, Freunde! Und Freunde, wo soll das jetzt gesundheitsschädigend sein, hä? Weil ein bisschen Glyphosat von Monsanto in der Brühe hier drin ist. Sag mal, habt ihr alle, seid ihr Verschwörungstheoretiker noch ganz normal oder was? Nichts passiert, das Zeug ist gesund, das kann man trinken, das habt ihr euch bewiesen. Und deswegen ist jetzt mal Schluss mit der Panikmache. Der Rest, das sind Verschwörungstheorien und es ist langsam Schluss, Freunde, es reicht. Prost, also ihr habt doch wirklich Seil auf der Wand. Was? Die Seil hier im Kopf, also das geht gar nicht. Oh man!